Der Schattenmacher ist ein konservativer YouTuber, der vor geraumer Zeit ein Video mit dem Titel „Das EU-Endgame, die große politische Sackgasse“ veröffentlichte. Und da ich die Ansichten, die dort vorgetragen werden, im rechten politischen Lager für weit verbreitet halte, schauen wir uns das jetzt gemeinsam mal an. Im Wesentlichen hat sich die gesamte westliche Welt, allen voran die Europäische Union, seit der Wirtschaftskrise von 2008 und der darauf folgenden Staatsschuldenkrise der frühen 2010er Jahre von einer normalen Zinspolitik verabschiedet. Die Zentralbanken verleihen ihr Geld zu einem Nulltarif an die Geschäfts- und Handelsbanken in der Hoffnung, dass diese durch das Mittel billiger Kredite neue Wachstumsimpulse in den Wirtschaftskreislauf entsenden. Augenscheinlich eine Maßnahme, die es in dieser Drastik seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs noch nicht gegeben hat und was uns noch bedenklicher erscheinen sollte, eine Maßnahme, die ihre Wirkung offenkundig verfehlt. Denn nachdem dieses Instrument der Zinssenkung ausgeschöpft war, ging man auf Seiten der Frankfurter Währungswächter dazu über, Staatsanleihen, über welche sich die einzelnen Länder zuvor bei den Geschäftsbanken verschuldet hatten, aufzukaufen und so gegen Zentralbankgeld einzutauschen. Der erhoffte Effekt war und ist abermals eine Vergünstigung der Kreditsituation. Wenn die Geschäftsbank mehr monetäre Mittel zur Verfügung hat, kann sie auch mehr davon verleihen und dies unter günstigeren Konditionen. Hier hat sich schon der erste kleinere Fehler eingeschlichen. Banken verleihen nämlich nicht das Geld, was sie zur Verfügung haben. Sie hinterlegen 1% dieses Geldes als Mindestreservesatz bei der EZB und können dann das Hundertfache davon wiederum verleihen. Die Kreditvergabe der Geschäftsbanken ist also nicht von der Menge an Zentralbankgeld abhängig, die dort liegt, sondern von der Nachfrage nach Krediten. Und an der mangelt es in der Eurozone aktuell. Aber zurück zu den Anleihekäufen, um die es ja gerade eben ging. Diese erhöhen nämlich die Nachfrage nach Staatsanleihen und senken damit das Zinsniveau. Und genau das ist ihr Ziel. Sie sollen das allgemeine Zinsniveau in der Eurozone senken und dadurch die Nachfrage nach Krediten ankurbeln. Die QE-Programme der EZB wirken also ähnlich wie Zinssenkungen. Und auch ähnlich wie diese haben sie ihr Ziel, die Kreditvergabe anzukurbeln, nicht erfüllt. Warum das so ist, dazu werden wir später noch kommen. Was ist die Folge dieser Politik? Naja, es verhält sich hier mal wieder ein bisschen so, als würde man tonnenweise Dünger in einen See kippen. Die unmittelbaren Folgen sind leicht vorherzusehen. Das Pflanzenwachstum nimmt zu oder in unserem Fall die Zinsen sinken und die Finanzierungsoptionen sind leichter zugänglich. Die Sekundäreffekte und alle Wirkungen auf noch höherem Level sind schon weniger eindeutig. Es gibt dazu natürlich Modelle, es gibt logische Schlussfolgerungen, die sich anstellen lassen, aber über die Parameter, welche diesen Modellen zugrunde liegen, herrscht ewig Unsicherheit, da ja die Zentralbankpolitik niemals der einzige Einflussfaktor bleibt. Ein Beispiel wären die Immobilienpreise in Deutschland. Wir sehen in dieser Grafik der Zeitschrift Welt sehr schön, wie sich der Immobilienpreisindex seit der Wirtschaftskrise um das Jahr 2009 und der damit verbundenen Senkung der Zinssätze steil nach oben entwickelt hat. Die Logik dahinter scheint nachvollziehbar. Gibt es auf Sparguthaben keine Erträge mehr, muss man sein Vermögen dort anlegen, wo Dividenden noch existieren, um es vor der Inflation zu schützen. Nahe liegen hier Immobilien und Aktien, zumal die Finanzierung dieser Wertobjekte durch die gesenkten Kreditzinsen besonders kostengünstig bewerkstelligt werden kann. Das ist völlig richtig beobachtet. Niedrigere Zinsen erhöhen auch die Bewertung von volatileren Vermögenspreisen, wie Immobilien oder Aktien. Der Wertpapiermarkt ist dazu passend in den letzten 10 Jahren ebenfalls erheblich in die Höhe geklettert, trotz Staatsschulden und Corona-Krise. Vermögenspreise sind nicht trotz der höheren Staatsschulden gestiegen, sondern wegen. Und warum das so ist, möchte ich jetzt mal im Detail erklären. Wenn der Staat nämlich Schulden macht, also mehr Geld ausgibt, als er einnimmt, dann erzeugt er im privaten Sektor im Gegenzug erstmal Einnahmen. Ein Teil dieser Einnahmen wird gespart und ein anderer Teil wird konsumiert. Und wenn man jetzt die Sparquoten der verschiedenen Akteure im Privatsektor kumuliert, dann kommt man auf das zusätzlich geschaffene Vermögen. Wenn der Staat hingegen mehr Geld einnimmt, als er ausgibt, also Haushaltsüberschüsse macht, dann sieht das Ganze invers dazu aus. Dann werden nämlich Vermögen im Privatsektor vernichtet. Und wie gesagt, andere Effekte, zum Beispiel die Tatsache, dass es über die Zeit hinweg immer mehr Single-Haushalte gibt, aber in den letzten Jahren auch mehr Wohnungen gebaut wurden, mögen in dieses Gleichgewicht mit einspielen, Angebot oder Nachfrage potenzieren,
Aber die zeitliche Koinzidenz zwischen Preishebung und Zinssenkung spricht doch sehr deutlich für eine Ursache-Wirkungsbeziehung zwischen Zentralbankpolitik und Kostenentwicklung. Ja, die niedrigen Zinsen treiben, wie schon festgestellt, die Vermögenspreise in die Höhe. Doch das ist ein, wenn auch gewünschter, Nebeneffekt dieser Politik. Warum nun handelt die EZB so, wie sie es tut? Warum hebt diese Institution die Zinsen nicht einfach wieder an und fährt die Anleihenkäufe zurück, um auf diese Weise zu einem Zustand zurückzukehren, wie er üblich war in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts? Um das zu erklären, müssen wir jetzt ein bisschen weiter ausholen. Die Inflation folgt ja, wie wir alle wissen sollten, den Lohnstückkosten. Und diese sind in der Eurozone in den letzten 10 Jahren nur sehr schwach gestiegen. Infolgedessen war seit der Eurokrise auch die Inflation fast durchgängig zu niedrig. Der Europäischen Währungsunion drohte also die ganze Zeit eine Deflationsspirale. Um zu verstehen, wie es überhaupt so weit kommen konnte, müssen wir in der Geschichte etwas weiter zurückgehen. Denn diese Entwicklung hat weniger mit der Geld- als vielmehr mit der Fiskal- und Lohnpolitik zu tun. Begeben wir uns also zurück an den Anfang dieses Jahrtausends, als im Rest von Europa die Wirtschaft kurz nach Einführung des Euros boomte und in Deutschland Gerhard Schröder regierte. Die rot-grüne Regierung beschloss damals mit der Agenda 2010 ein Reformpaket, welches unter anderem die Kürzung der Renten, die Kürzung von Sozialleistungen sowie die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes vorsah. All das hatte nur ein Ziel: Es sollte Druck auf die Löhne ausgeübt werden. Da sich die Arbeitsproduktivität in den europäischen Ländern aber ungefähr im Gleichschritt entwickelte, blieben die Lohnstückkosten und damit auch das Preisniveau in Deutschland hinter der europäischen Entwicklung zurück. Deutschland ergaunerte sich durch Lohndumping, also Wettbewerbsvorteile gegenüber den anderen Euro-Ländern, vor allem gegenüber Frankreich, Spanien und Italien, deren Lohnentwicklung mit dem Inflationsziel wesentlich besser übereinstimmte als die deutsche. Der Plan der damaligen Schröder-Administration ging, wie wir heute konstatieren können, voll auf. Die absoluten Wettbewerbsvorteile von Deutschland führten dazu, dass wir wesentlich mehr exportierten, als wir importierten, was wiederum unsere Leistungsbilanzüberschüsse in die Höhe trieb. Im Maximum auf 8,9% des Bruttoinlandsproduktes im Jahre 2015, was für eine solch große Volkswirtschaft wirklich einen sehr hohen Leistungsbilanzüberschuss darstellt. Doch die Überschüsse des einen sind die Defizite des anderen. Spanien, Frankreich und Italien machten jetzt Leistungsbilanzdefizite, obwohl sie sich im Gegensatz zu Deutschland an die Regeln gehalten hatten. Nun mussten diese drei Länder also nicht nur das Sparverhalten ihrer eigenen privaten Haushalte auffangen, sondern auch noch das Sparverhalten der Deutschen. Und das führte halt dazu, dass die Staatsschulden immer weiter anstiegen. Mit der globalen Finanzkrise 2008-2009 änderte sich das schließlich. Es kamen die Regierungschefs Rajoy, Sarkozy und Monti an die Macht, die alle auf ihre ganz eigene Art und Weise eine Lohnsenkungs- und Austeritätspolitik durchführten. Doch wenn man, wie das nun in ganz Südeuropa versucht wurde, die Löhne senkt, dann führt das automatisch zur Deflation. Und genau diese Deflationsgefahr, die wir dank der Austeritäts- und Lohnsenkungspolitik in ganz Südeuropa seit der Eurokrise haben, um diese Gefahr zu bekämpfen, hält die EZB die Zinsen so tief. Und solange die Löhne nicht beginnen anzusteigen, so lange besteht weiterhin die akute Gefahr einer Deflationsspirale. Wir sind also immer an der Schwelle zu einer Wirtschaftskrise, solange diese Politik fortgeführt wird. Und im Moment spricht wenig dafür, dass die Austeritätspolitik nicht wieder aufgenommen wird, wenn denn der Vertrag von Maastricht im Jahre 2023 wieder greifen soll. Und auch Lohnsteigerungen sind innerhalb der Eurozone nirgends zu sehen. Deflation wird also auf absehbare Zeit die wesentlich größere Gefahr für die Währungsunion bleiben als Inflation. Denn gleichzeitig unterhalten gerade Länder wie Frankreich, Italien oder Spanien zum Beispiel ein sehr generöses Rentensystem, das mit einem echten Zusammenbruch der Wirtschaft, also einem, der nicht durch ständige geldpolitische Mittel verschleiert wird, ebenso kollabieren würde. Diese Grafiken hier, veröffentlicht ebenfalls von der Welt, zeigen es abermals sehr deutlich. Im Süden und Südwesten bezieht man länger Rente als in Deutschland und man erhält auch einen deutlich höheren Betrag relativ zum verdienten Einkommen.
Ich will das jetzt auch nicht ewig weiter ausführen und die Sachlage deshalb kurz und bündig zusammenfassen. Die Deutschen akzeptieren, dass sie sich immer seltener Eigentum leisten können in einem Leben, in welchem sie länger und produktiver arbeiten als ihre Nachbarn, nur um am Ende mit geringeren Rentenquoten abgespeist zu werden als diese. Nun, für dieses Problem läge die Lösung ja eigentlich auf der Hand. Wir müssten nur die Rentenkürzung von Rot-Grün wieder rückgängig machen. Wir müssten nur die Renten in Deutschland wieder erhöhen. Das würde unseren Binnenkonsum beleben, bei uns die Altersarmut bekämpfen und die Leistungsbilanzdefizite in Südeuropa verringern, weil sich unser Konsum erhöhen würde und wir einen Teil der Produkte, die wir konsumieren wollen, eben aus Südeuropa importieren müssten. Das würde auch die Beschäftigung in Deutschland erhöhen und genau deswegen passiert es nicht. Die deutsche Politik will nicht, dass es in Deutschland Vollbeschäftigung gibt. Sie will keine steigenden Löhne. Das deutsche Wachstumsmodell der letzten 20 Jahre beruht darauf, dass wir Leistungsbilanzüberschüsse haben. Und diese verteidigt die deutsche Politik, indem sie unsere Rentner schlecht behandelt, indem sie unser Sozialsystem zerstört und indem sie an unserer Zukunft spart. Genau das ist es, was wir erleben. Das hängt freilich auch damit zusammen, dass wir uns in Deutschland nicht gegen die Entscheidung unserer Politiker und unserer Oligarchie erwehren. Wenn in Frankreich eine Regierung etwas Ähnliches versucht wie die Agenda 2010, dann ziehen sich die Bürger dort gelbe Westen an und gehen demonstrieren. Aber sowas hat man in Deutschland während der Agenda 2010 zumindest in diesem Ausmaß nicht gesehen. Eine Rückkehr zur finanzmarktpolitischen Normalität im Euroraum kann aus meiner Sicht langfristig nur erreicht werden durch eine Angleichung der europäischen Völker untereinander. Das heißt durch das Schmieden einer gemeinsamen kulturellen Identität, welche einsteht für die Verpflichtungen, die ohne dieses belastbare Band aufgebaut wurden, und durch einen tiefreichenden sozialen Wandel in den südlichen Mitgliedstaaten und eine anschließende Ersetzung der geliehenen Prosperität durch eine reale. Ich will jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen, aber diese Idee ist falsch. Also daran war jetzt ja mal wirklich alles falsch. Welcher Lebensstandard in dem einen in Relation zum anderen Land innerhalb einer Währungsunion herrscht, spielt für das Gelingen dieser Union keine Rolle. Auch keine Rolle spielt die kulturelle Identität. Das einzig wirklich Entscheidende ist die konvergente Entwicklung der Lohnstückkosten. Die Löhne in einem jeden Land müssen im Verhältnis zur Produktivität überall gleich sein, damit sich eben keine Ungleichgewichte aufbauen, damit kein Land dauerhafte Leistungsbilanzüberschüsse und keins dauerhafte Defizite hat. Das nämlich der Fall ist, dann baut das Land mit den Leistungsbilanzüberschüssen Nettovermögen gegenüber dem Ausland aus und das Land mit den Defiziten baut Netto-Schulden auf. Und wenn man diese Entwicklung laufen lässt, dann werden die Netto-Schulden immer größer und das Vermögen auf der anderen Seite auch. Das bedeutet, irgendwann muss das abgeschrieben werden, sei es durch eine Währungsreform oder durch eine Transferunion. Wenn man die Entwicklung der Lohnstückkosten nun aber wieder zusammenführt, indem man beispielsweise in Deutschland die Löhne stark erhöht, dann sind alle Probleme mit einem Schlag gelöst. Dann können die einen hohe Staatsschulden haben und die anderen niedrige. Die einen können eine hohe Staatsquote haben, die anderen eine niedrige. All das ist relativ egal. Es geht nur darum, dass die verschiedenen Wirtschaften der verschiedenen Länder gleich wettbewerbsfähig sind. Und dafür braucht es eine konvergente Entwicklung der Lohnstückkosten. Nicht mehr und auch nicht weniger. Es mag ja bei den ewig hörigen Deutschen noch hinlänglich funktionieren, deren Übermaß an Leistungsfähigkeit in anderen Ländern zugutekommen zu lassen, um so die Unterschiede zu verringern. Aber andersherum, die eingeblendeten Grafiken belegen es, geht diese Rechnung ja gerade nicht auf. Die Italiener, Spanier und Franzosen denken nicht daran, ihre Sozialsysteme und ihre Arbeitsmoral den Verhältnissen in Nordeuropa anzupassen. Ganz im Gegenteil sogar. Wie die eingeblendete Grafik belegt, stimmt das so nicht. Das Lohnstückkostenwachstum blieb bei unseren südeuropäischen Nachbarn seit der Eurokrise hinter dem Deutschen zurück. Sie gewannen also ein Stück weit an Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Deutschland. Wie man auch sieht, unterschritten sie durch diese Lohnsenkungspolitik auch durchgängig das Inflationsziel der EZB von 2%. Das ist übrigens auch der Grund dafür, dass uns in der Eurozone seit 10 Jahren Deflation droht. Weil die Löhne vor allem in den südlichen Mitgliedstaaten nicht steigen. Doch schauen wir uns jetzt einmal ein Land an, in dem sich die Politiker der Troika, die einem unserem Schattenmacher nicht ganz unähnliche Einstellung zu den Sozialsystemen Südeuropas haben, austoben durften. Schauen wir nach Griechenland.
Die Staatsausgaben erreichten dort 2009 und 2013 im Gefolge der globalen Finanzkrise lokale Maxima und wurden dann sukzessive im Zuge der Austeritätspolitik gekürzt. Die Lohnstückkosten brachen zwischen 2013 und 2019 um mehr als 10% ein. Und sie wären noch deutlich stärker gesunken, wenn die Arbeitsproduktivität nicht auch gesunken wäre. Denn wenn man die Wirtschaft so sehr zusammenschrumpft, wie das in Griechenland passiert ist, dann zerstört man nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch Produktionskapazitäten und senkt damit die Arbeitsproduktivität. Kommen wir nun zum ach so generösen griechischen Rentensystem. Das Niveau der Altersbezüge ist nämlich von 80% auf 51% gesenkt worden. Und da die Löhne, auf die sich dieses Rentenniveau bezieht, ebenfalls einbrachen, bedeutet das eine reale Rentenkürzung um mehr als die Hälfte. Das Eintrittsalter wurde parallel dazu auf 67 Jahre angehoben. Und hat das geholfen? Der Rentenexperte Platon Tinius sagt dazu Folgendes. Das Problem mit den Renten ist, dass sie aus der Wirtschaftsleistung bezahlt werden. Die Ausgaben für die Renten in Griechenland sind in absoluten Zahlen zurückgegangen, wegen der Rentenkürzung. Aber die Wirtschaftsleistung ist halt ebenfalls gesunken. Und das, so möchte ich anmerken, ist das Problem einer jeden Deflationspolitik, die versucht, die Staatsausgaben zu senken. Sie lässt die Wirtschaftsleistung einbrechen, was dazu führt, dass nicht einmal das Ziel der Schuldensenkung erreicht wird. Griechenland liefert hier nur ein weiteres Beispiel innerhalb einer langen Kaskade von Fehlschlägen. Der letzte Ausschlag, den wir beim Schuldenstand hier übrigens sehen können, ist wegen der Corona-Krise entstanden und hat wenig mit der Austeritätspolitik zu tun. Aber trotzdem ist es auffällig, dass der Schuldenstand in Relation zum Bruttoinlandsprodukt während des starken Wachstums der 2000er Jahre fast durchgängig konstant blieb, obwohl Griechenland da angeblich so unseriös gewirtschaftet hat und erst mit dem Beginn von Sparmaßnahmen und Lohnkürzungen zu explodieren begann. Was uns das für unsere drei größeren südeuropäischen Problemländer sagt, ist eigentlich relativ klar. Sie wollen diesen Weg Griechenlands nicht gehen und sie sollten ihn auch nicht gehen. Und wir sollten auch nicht versuchen, sie zu zwingen, diesen Weg zu gehen. Nicht nur, weil das zum Auseinanderbrechen der Eurozone führen könnte, sondern auch eine wirtschaftliche Katastrophe bei uns bedeutete. Nein, ganz im Gegenteil. Wir sollten uns endlich an die Regeln halten. Wir sollten unsere Lohnstückkostenentwicklung endlich dem Inflationsziel der EZB anpassen. Deutschland hat in den frühen 2000er Jahren massivst gegen die Regeln verstoßen, indem es die Inflationsrate unterboten hat und sich dadurch absolute Wettbewerbsvorteile sicherte. Unsere Regierung hat diese Situation vorsätzlich herbeigeführt und sie könnte sie auch jederzeit wieder beenden. Die Löhne in Deutschland müssten nur steigen. Und die Politik könnte das durch steigende Renten, durch eine Investitionsoffensive, durch höhere Gehälter, durch einen größeren Beamtenapparat begleiten. Aktuell sind wir also die großen Spalter der Eurozone, da wir auf unseren absoluten Wettbewerbsvorteilen pochen, die wir nie hätten erreichen dürfen. Die Südeuropäer hingegen, die sich gegen diese katastrophale Austeritätspolitik wehren, die in Griechenland ein wirtschaftliches Desaster angerichtet hat, die machen alles richtig. Eine akute Wirtschaftskrise lag in den letzten Jahren ja nicht mehr vor. Ich erwähne Letzteres vor allem deshalb, weil man innerhalb der keynesianischen Schule der Wirtschaftsordnung kein Problem darin sieht, in Zeiten der Krise dem Markt von staatlicher Seite unter die Arme zu greifen, in Zeiten des Überflusses aber durch erhöhte Steuern sowie höhere Zinsen erneut Dampf aus dem Markt zu nehmen, um Blasenbildung und Überschuldung zu verhindern. Diese Behauptung ist ja schlichtweg grotesk. Wo haben Sie das her? Aus einem katholischen Gesangsbuch, oder? Was der Schattenmacher hier von sich gibt, ist aus mehreren Gründen vollkommen absurd. Werfen wir also einen Blick in die allgemeine Theorie, um zu sehen, was Keynes wirklich forderte. Auslöser von Booms, die früher oder später in einem Abschwung münden, ist also die Kombination eines Zinssatzes, der bei einer realistischen Erwartungshaltung zu hoch für Vollbeschäftigung wäre, mit irrigen Erwartungen, die, solange sie anhalten, dafür sorgen, dass dieser Zinssatz de facto nicht als Abschreckung dient. Ein Boom ist eine Situation, in der übertriebener Optimismus über einen Zinssatz triumphiert, der nüchtern betrachtet exzessiv erscheinen würde. Selbst wenn wir von der Annahme ausgingen, dass heutige Boomphasen zeitweilig zu einem Zustand der Voll- oder Überinvestition führten, wäre es außerdem immer noch absurd, höhere Zinsen für ein geeignetes Gegenmittel zu halten. Denn in diesem Fall wäre das Argument derer, die die Probleme der Unterkonsumption zuschreiben, vollkommen bestätigt.
Abhilfe ließe sich dann mit diversen Maßnahmen zur Hebung der Konsumneigung schaffen, etwa durch Einkommensumverteilung, sodass zur Aufrechterhaltung eines bestimmten Beschäftigungsniveaus ein geringeres Volumen an laufenden Investitionen nötig wäre. Jetzt kommen wir zur entscheidenden Stelle, die der Schattenmacher irgendwie überlesen zu haben scheint. Bei einem Boom ist das Mittel der Wahl nicht ein höherer Zinssatz, sondern ein niedrigerer. Denn durch diesen kann der sogenannte Boom andauern. Das richtige Mittel gegen Konjunkturschwankungen ist nicht, Booms abzuschaffen und dauerhaft in einem Zustand der Semirezession zu verharren, sondern Konjunkturabschwünge abzuschaffen und uns dauerhaft in einem Quasi-Boom zu halten. Wenn ein Wirtschaftsaufschwung also zu Blasenbildungen führt, wenn es zu Fehlinvestitionen kommt, wenn irrige Erwartungen dafür sorgen, dass Investitionen getätigt werden, die sonst nicht getätigt würden, dann fordert Keynes also keinesfalls höhere Zinsen, sondern, wie eben schon gesagt, niedrigere. Doch auch wenn der Staat für ununterbrochenes Wirtschaftswachstum sorgen soll, so formuliert Keynes dennoch eine Bedingung, unter der es legitim sein kann, die Wirtschaft abzukühlen. Ist Vollbeschäftigung erreicht, setzt jeder Versuch, die Investitionen noch weiter zu steigern, einen tendenziell unbegrenzten Anstieg der Geldpreise unabhängig von der marginalen Konsumneigung in Gang. Das heißt, es kommt zu einem Zustand wahrer Inflation. Bis zu diesem Punkt werden jedoch Preissteigerungen mit einem wachsenden Gesamtrealeinkommen einhergehen. Da haben wir es. Die gesamte allgemeine Theorie liest sich geradezu wie eine Anleitung, um Vollbeschäftigung herzustellen. Und erst, wenn Vollbeschäftigung erreicht ist, kommt es zu dem, was Keynes als wahre Inflation bezeichnen würde. Solange es am Arbeitsmarkt aber noch ungenutzte Kapazitäten gibt, gehen steigende Einkommen, sei es durch höhere Staatsausgaben oder höhere Unternehmensinvestitionen, mit steigenden realen Einkommen einher. Erst wenn Vollbeschäftigung erreicht ist, übersetzen sich Lohnsteigerungen 1:1 in höherer Inflation. Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone sank nie unter 7%. Das ist ein Zustand, den Keynes wohl als Semirezession bezeichnen würde. Hohe Arbeitslosigkeit gemischt mit einer sehr schwach wachsenden Wirtschaft und sehr geringen Lohnsteigerungen. Was er in diesem Fall empfehlen würde, ist auch relativ klar. Zinssenkungen, was in der aktuellen Situation schwer möglich ist, plus höhere Staatsausgaben. Bei den Südeuropäern liegt die Arbeitslosigkeit sogar eher noch höher als im Eurozonendurchschnitt. Das heißt, wenn sie Keynes Ratschlägen wirklich Folge leisteten, dann müssten sie ihre Sozialsysteme sogar eher ausbauen. Sie müssten höhere Löhne zahlen, höhere Renten zahlen. Sie müssten das so lange tun, bis sie die Arbeitslosigkeit besiegt hätten, bis Vollbeschäftigung erreicht wäre. Denn solange noch keine Vollbeschäftigung erreicht ist, sind niedrigere Zinsen und höhere Staatsausgaben laut der allgemeinen Theorie das Mittel der Wahl. Der Schattenmacher gibt die Prämissen des Keynesianismus also völlig falsch wieder. Es soll an dieser Stelle erstmal nicht das Thema sein, den Keynesianismus zu kritisieren, dessen Annahmen seien hier bloß dahingestellt, denn wir kommen ja, wie gesagt, nicht darum herum festzustellen, dass der Krisenmodus dieser Strategie zum Dauerzustand verkommen ist. Und dafür mag es wieder eine Vielzahl von Gründen geben. Der wahrscheinlich gewichtigste ist, dass die stark verschuldeten Nationen und Firmen des Südens, Italien, Griechenland, Portugal und Spanien, eine solche Zinserhöhung ohne Währungsreform, also im Wesentlichen ohne ein Ende der Gemeinschaftswährung, wahrscheinlich nicht überleben würden. Mit dieser Aussicht hat der Schattenmacher vermutlich sogar recht. Wenn wir Deutschen, so wie es bisher aussieht, mit unserem Lohndumping weitermachen, dann bleiben uns nur zwei Möglichkeiten, entweder der Weg in die Transferunion oder das Auseinanderbrechen der Eurozone. Und trotzdem ist das nur die halbe Wahrheit. Es unterschlägt nämlich, dass die Länder, die eben genannt wurden, auf ihre Staatsanleihen deutlich höhere Zinsen zahlen müssen, was einen ganz einfachen Grund hat. Die EZB hat sich 2012 entschieden, Griechenland pleite gehen zu lassen. Und für diese katastrophale Fehlentscheidung zahlen die Völker des Mittelmeerraums bis heute. Für Staatsanleihen darf es nämlich kein Ausfallrisiko geben. Und wenn in einer Währungsunion, so wie im Moment in der Eurozone, anderes der Fall ist, dann belastet das nicht nur die Staatshaushalte einzelner Staaten stärker als die von anderen, sondern verzerrt auch die Wettbewerbsbedingungen. Zinsen, die Unternehmen eines jeweiligen Landes zahlen müssen, korrelieren nämlich sehr eng mit den Zinsen, die auf Staatsanleihen gezahlt werden müssen. Aber dazu hatte ich ja schon mal ein eigenes Video gemacht. Und noch eins, dafür würde ich meine Hand ins Feuer legen. Sobald in diesem Land der Kandidat einer linksgrünen Partei den Kanzler stellt, vielleicht sogar schon bei einer starken Regierungsbeteiligung, wird der nächste zu erwartende Schritt in dieser Eskalationsspirale
die Aufnahme gemeinsamer Schulden durch den Bund der Euroländer ebenfalls realisiert werden. Möglicherweise sogar noch eine Steuer auf Wertpapiertransaktionen, um den Kreis endgültig zu schließen und überhaupt keine Anlagemöglichkeit mehr offen zu lassen, welche nicht gleichzeitig die Kassen des Staates füllt. So optimistisch bin ich diesbezüglich leider nicht. Die SPD war seit 1998 ja mit 4 Jahren Unterbrechung durchgängig an der Macht und Eurobonds haben wir bis heute nicht. Diese Art der gemeinsamen Schuldenaufnahme wäre freilich der nächste logische Schritt in der europäischen Einigung. Und es würde zudem das Totalversagen der EZB korrigieren. Die Zinsen, die verschiedene europäische Staaten auf ihre Anleihen zahlen müssten, würden sich dann nämlich hoffentlich angleichen. Und der Fehler der EZB, dass sie diese hat auseinandertreiben lassen, würde korrigiert werden. Im Moment wird diese demokratisch legitimierte Kurskorrektur der Geldpolitik im Übrigen von einigen Nordeuropäern, darunter auch Deutschland, leider blockiert. Ermöglicht wird diese Insolvenzverschleppung durch das fügsam uninformierte Gemüt des Durchschnittsdeutschen. Eine geschickte Verquickung von ideologischen Narrativen wie Einigkeit, Vielfalt und Völkerverständigung mit harten ökonomischen Interessen seitens Frankreich, Italien und all der anderen Halunken, die sich etwas versprechen von der EU, sowie natürlich nicht zuletzt durch das Ausbleiben einer tatsächlich realweltlichen Krise, der Vernichtung eines lebenslang aufgebauten Sparguthabens zum Beispiel, wirklich wahrgenommener Warenknappheit, hoher Inflationsraten, Massenentlassungen etc. Man beachte an dieser Stelle das subtile Framing. Insolvenzverschleppung ist es also, wenn die EZB die Zinsen niedrig hält, weil die Inflation eben niedrig ist. Und nicht Deutschland, das sich durch Lohndumping absolute Wettbewerbsvorteile sicherte und das Inflationsziel von 2% massivst verfehlte, ist der Halunke. Nein, Frankreich, das sich haarklein ans Inflationsziel hält. Also nochmal, Frankreich hat sich in den ersten 10 Jahren der Euro-Gründung wirklich ganz genau ans Inflationsziel gehalten und die Lohnstückkosten immer rund 2% pro Jahr steigen lassen. Und Deutschland hat sie 10 Jahre lang konstant gehalten bzw. sogar leicht sinken lassen. Aber aus Sicht des Schattenmachers ist offenbar der, der sich an die Regeln hält, der Halunke und nicht der, der sie bricht. Diese antifranzösische, ja antieuropäische Hetze ist so fern der Realität, dass sich jeder weitere Kommentar erübrigt. Und hohe Inflationsraten stehen uns ja auch nicht ins Haus, das hatte ich ja schon erklärt. Die Lohnstückkosten steigen schlicht und ergreifend nicht. Und solange diese nicht steigen, wird auch die Inflation niedrig bleiben. Wir leben durch Corona und den Ukraine-Krieg, beziehungsweise besser gesagt durch die Sanktionen gegen Russland, im Moment 2 negative Produktivitätsschocks. Doch diese sind temporär. Die Sanktionen gegen Russland werden irgendwann nicht mehr verschärft werden können. Irgendwann sind die Wirtschaften von Russland und den NATO-Staaten entflochten. Und die Pandemie ist vorüber. Das bedeutet, in ein paar Jahren werden wir nicht mehr über die Gefahr einer Inflation reden, sondern über die einer Deflation. Dies wird so lange der Fall sein, wie unsere Löhne nicht nennenswert steigen und solange unsere Politiker weiterhin auf eine Austeritätspolitik setzen, so wie das im Moment mit dem Wiederinkrafttreten der Schuldenregeln von Maastricht 2023 der Fall ist. Mir erscheint es relativ offensichtlich, dass die derzeit waltenden Kräfte sich Zeit kaufen, während die Schulden steigen und die Konkurrenz durch den asiatischen Raum wächst. Das an sich wäre aber ja nicht mal das Problem, solange man über einen Endplan verfügt, die Sache wieder ins Lot zu rücken. Solange man die Zeit, die man sich erkauft, nutzt zur Stärkung der eigenen Sache auf einem anderen Gebiet. Für Hitler war dieser Endplan der Krieg und eine neue weltpolitische Machtordnung, deren Voraussetzung die Rüstung war. Für Stalin galt wohl Ähnliches. Der Finnlandfeldzug sowie die Teilung Polens belegen die außenpolitischen Ambitionen des Sowjetreiches weit über den Rahmen defensiver Maßnahmen hinaus. Nun müssen wir den beiden etwas in Verruf geratenen Schnurrbartträgern bei all dem, wie bereits erwähnt, offenkundig doch zugute halten, dass sie wenigstens einen Plan hatten oder zumindest so kaltschnäuzig waren, die gewaltigen und gewalttätigen Konsequenzen aus jener Situation zu ziehen, in welche sie sich hineinmanövriert hatten. Nachdem der Schattenmacher nicht mal den Plan der deutschen Regierung sieht, sich durch Lohndumping Leistungsbilanzüberschüsse zu ergaunern, um das Wachstum in Deutschland zu stimulieren, bin ich wirklich gespannt, welchen Plan er den europäischen Eliten denn unterstellt. Was das Ziel angeht, ist die Sache mutmaßlich noch einigermaßen klar. Eine immer engere Union zu schmieden, in welcher sich zu guter Letzt alle Grenzen, seien sie geografischer, ethnischer, sprachlicher oder finanzieller Natur, weitgehend auflösen.
der Zielzustand der funktionsfähigen Vereinigten Staaten von Europa, also. Nun okay, mag sein. Dieselben Politiker, die auf Kosten anderer massive Inäquivalenzen in ihren Leistungsbilanzen aufbauten. Dieselben Politiker, die die südeuropäischen Völker mit Austeritäts- und Lohnsenkungsprogrammen malträtierten. Dieselben Politiker, die sich selbst in der Corona-Krise noch monatelang weigerten, den Südeuropäern zu helfen. Diese selben Politiker also wollen jetzt angeblich den Weg in die Vereinigten Staaten von Europa gehen. Angesichts der antieuropäischen Politik in der Vergangenheit, einer Angela Merkel oder eines Gerhard Schröders, die wir begutachten können, ist das mehr als lächerlich. Aus meiner Sicht würden die Mittel, die nötig wären, um aus diesen historisch gewachsenen Gebilden auf absehbare Zeit eine tatsächlich im Herzen und in den Köpfen vereinigte Union zu machen, sehr viel härter ausfallen müssen als jene Maßnahmen, die im Moment angewandt werden, um für Vereinigung zu sorgen. Und wenn ich mir unsere Führungsriege so ansehe, dann traue ich ihnen so etwas ehrlich gesagt auch gar nicht wirklich zu. Machiavelli hat mal geschrieben, dass die Menschen sich so sehr in den Modus operandi verlieben, der ihnen einmal einen Sieg eingebracht hat, dass kaum eine Kraft auf dieser Welt sie später davon überzeugen kann, von diesen bewährten Mitteln abzulassen. Die Mittel einer Merkel sind aber nicht der offene Konflikt, der klare Befehl oder die militärische Zwangsmaßnahme, sondern das Verzögern, das Nudgen, das Besteuern und Aussitzen, das Verteilen von Geld und das Wirken durch weichere mediale Propaganda. Was ich glaube, und seien wir ehrlich, was ich hoffe, ist, dass die EU-Granden in unserem kleinen Mäuse-Utopia hier eben gar keinen konkreten Endplan besitzen, sondern aus Mangel an Alternativen auf Zeit spielen, in der vagen Hoffnung, die Hürden durch die Diffusionskräfte der Globalisierung abbauen zu können. Ein Plan, dessen Erfolg denkbar wäre, der wahrscheinlich aber mehr Zeit benötigt, als den Beteiligten zur Verfügung steht. Vielleicht sind die derzeitigen Machthaber in dieser Sache im Kerne tatsächlich nicht mehr als der Firmenchef, der mit den Gehältern seiner Angestellten ins Casino gegangen ist und alles verloren hat, der sich danach noch einmal Kredit genommen, noch einmal alles auf Rot gesetzt und noch einmal alles verloren hat und der sich mittlerweile ernsthaft Gedanken machen muss, wo das Geld für den nächsten Einsatz herkommen soll. So viel Unfug auch im Rest des Videos gelabert werden mag, so ist dem, was hier gesagt wurde, zuzustimmen. Die Methode Merkel ist es, in einer diffusen Mischung aus der Bedienung von Kapitalinteressen und einer ökonomischen Inkompetenz alle paar Jahre mehrere hundert Milliarden Euro draufzuwerfen, um den ganz großen Knall zu verhindern. Die deutsche Politik der Lohndeflation im Gezuge der Agenda 2010 hat, wie gesagt, dazu geführt, dass unsere Leistungsbilanzüberschüsse immer weiter angeschwollen sind und sich die Südeuropäer immer weiter verschulden mussten. Diese Politik muss logischerweise irgendwann zum Auseinanderbrechen der Eurozone führen oder zu einer Transferunion. Und das ist es, wozu sich die Parteien der politischen Mitte in Deutschland, von den Grünen bis zur CDU, nicht trauen, einen klaren Schnitt zu vollziehen. Entweder die Politik des Lohndumpings zu beenden und die Löhne in Deutschland wieder auf einen mit dem Inflationsziel vereinbaren Pfad zu führen oder den Weg in die Transferunion zu beschreiten. Die Wiedereinführung von nationalen Währungen lehnen alle eben genannten deutschen Parteien klar ab. Nur die AfD fordert sie. Und die Anhebung der Löhne fordert in Deutschland bisher nur die Linkspartei. Aber sowohl Linkspartei als auch AfD sind im deutschen Parteienspektrum isoliert bzw. komplett irrelevant geworden. Obwohl unsere Kanzlerin nun weg ist, dürfte uns die Methode Merkel des Geld draufwerfens, wenn die eigene Strategie bzw. eher die eigene Strategielosigkeit vollends zu scheitern droht, eine Weile erhalten bleiben. Ich kann leicht verstehen und einsehen, dass Menschen mit Macht und Vermögen ihre Macht und ihr Vermögen sichern und vermehren wollen, vielleicht auch in exzessiver Manier, aber ich sehe nicht, wie unsere Politik diesem Ziel langfristig zuarbeitet. Ich mag in diesem Denken konservativ sein, aber selbst als reiner Macht- und Geldmensch hätte ich langfristig gedacht, lieber 1% eines funktionierenden Deutschlands als sämtliche Anteile an dieser Union. Ich nehme an, wessen wir gerade Zeugen werden, ist das gleiche Phänomen, das auch schon die Kommunisten in der Sowjetunion oder die Sozialrevolutionäre mit der sexuellen Befreiung durchlebt haben. Das Zerschellen einer aus ideologischen Annahmen bestehenden Strategie an der Wirklichkeit und die darauf folgende Realitätsverweigerung der Verantwortlichen. Nun ja, wir erleben im Moment das Scheitern des deutschen Merkantilismus, der sich in eine Lage manövriert hat, aus der er jetzt nicht mehr herauskommt. Entweder wir geben unser merkantilistisches Wirtschaftsmodell auf
und fangen an, unsere Leistungsbilanz auszugleichen, indem wir unsere Löhne erhöhen. Oder wir gehen den Weg in die Transferunion. Und im Moment scheint die deutsche Politik weder bereit zu sein, das eine noch das andere zu tun. Ich behaupte jetzt mal, die gedanklichen Väter des Sozialismus hatten sich ein bisschen mehr erhofft als 20 Jahre Lieferzeit für ein Auto, das zu einem Drittel aus Klopapierrollen zusammengebastelt war. Und die Befürworter der sexuellen Revolution mögen dafür gesorgt haben, dass wir heute seltener auf schwer verklemmte alte Jungfern stoßen und es durch das veränderte Angebot vielleicht sogar weniger klassische Prostitution gibt, dafür aber den zweifelhaften Vorteil genießen, in einer Gesellschaft zu leben, in welcher es Usus scheint, frisch zum 18. Geburtstag eine Webcam als Geschenk zu erhalten, um für 2,99 € pro Monat seinen Arsch im Internet an Typen zu verkaufen, die entweder so viel Männlichkeit in sich tragen wie ein warmer Vanillepudding oder kurz davor stehen, die Wahl zwischen Strick- und Sturmgewehr zu treffen, um diesem Elend zu entrinnen. Die Annahme vom auch über ethnische Grenzen hinweg leicht austauschbaren Menschen, von Angleichung durch gemeinsame Währung und von gesellschaftlicher Integration durch die Verlockungen einer progressiv-liberalen Gesellschaftsordnung sind in dieser langen Reihe der Irrtümer bloß die nächsten. Und hier sieht man fast mustergültig, was passiert, wenn sich eine konservative Gesellschaftskritik mit ökonomischer Inkompetenz mischt. Ich sage es gerne immer und immer wieder, damit es jetzt auch alle verstehen. Es geht in einer Währungsunion nicht darum, dass alle den gleichen Lebensstandard haben und auch nicht, dass alle ihn bekommen sollen. Es geht schlicht und ergreifend darum, dass sich die Lohnstückkosten konvergent entwickeln, damit es keine Ungleichgewichte in den Leistungsbilanzen gibt. Alles andere ist fast, beziehungsweise sogar komplett egal. Die einen können progressiv sein und die anderen konservativ. Die einen können hohen Ausländeranteil haben, die anderen nicht. Die einen können diese Sprache sprechen, die anderen jene Sprache. Es ist komplett egal. Jeder kann so leben, wie er möchte, solange sich die Lohnstückkosten und damit auch die Preisniveaus in etwa gleichem Maße entwickeln. Alles andere spielt keine Rolle. Nachdem ich das jetzt zum gefühlt 5000. Mal erklärt habe, lasst uns zurück zum Video des Schattenmachers kommen. Er geht nämlich noch darauf ein, inwieweit die politische Rechte von der Dysfunktionalität der Europäischen Währungsunion profitieren könnte. Denn welche Kraft jenseits eines Wunders vermag, diese Union mit diesen Parametern noch zu retten, die sich auf so vielen Ebenen als dysfunktional erwiesen hat? Die Frage bleibt, wie könnten wir davon profitieren? Ich habe es in meinem Livestream mit Kasper und Schlomo bereits einmal erwähnt, ich sehe die ökonomische Situation dieses Landes als den zentralen Triggerpunkt, der politische und damit kulturelle Änderungen erst in den Bereich des Möglichen rückt. Diese Grafik hier unterstützt diese Behauptung im Rahmen einer gewissen Unsicherheit sogar in Zahlen. Sie zeigt den Dow Jones Industrial Average, also den Index der stärksten US-amerikanischen Unternehmen, als ein Indikator für die Performance der Weltwirtschaft. Man könnte auch andere Indizes wie den DAX heranziehen, aber im Allgemeinen sind diese Kurven relativ stark korreliert, vor allem in den vergangenen Jahrzehnten, in welchen sich die Wirtschaftsbeziehungen international verflochten haben. Relativ leicht lassen sich 5 Phasen im Wirtschaftsverlauf seit 1945 ausmachen. 2,5 Jahrzehnte Wirtschaftswunder bis zu einer Flaute in den 70er Jahren. Die Amtsperiode Ronald Reagans und Margaret Thatchers geprägt durch ökonomische Liberalisierung in den 80ern. Ein vorläufiges Ende des Wachstums während und nach der Technologieblase in den frühen 2000ern. Sowie die Wachstumsjahre vor allem des letzten Jahrzehnts geprägt durch niedrige Zentralbankzinsen sowohl diesseits als auch jenseits des Atlantiks. Und wenn man über diesen Verlauf nun den Verlauf der Regierungswechsel im Nachkriegsdeutschland legt, dann zeigt sich doch sehr deutlich, dass die Menschen zum Führungswechsel genau dann geneigt scheinen, wenn die ökonomischen Verhältnisse einen Wechsel anzeigen. Bisher hat die Rolle des Wechselkandidaten in unserem Land stets eine linke Partei, die SPD, eingenommen. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist nun, können die überall in Europa entstandenen Rechtsparteien, die AfD in Deutschland, die Rassemblement National in Frankreich, die Lega bzw. die Fratelli d'Italia in Italien, die Schwedendemokraten oder die Vox-Partei in Spanien, den wahrscheinlich irgendwann erneut eintretenden Wandel der Wirtschaftslage nutzen, um in ganz Europa an die Macht zu gelangen und einen neuen Konsens zu etablieren? Uns könnten bald wirklich ökonomisch schwierigere Zeiten bevorstehen. Was weniger an der Entwicklung des Dow Jones liegt, als vielmehr daran, dass die Probleme der Eurozone nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben sind. Die EU-Kommission hat nämlich den irrsinnigen Plan gefasst, ab 2023 die Regeln des Maastrichter Vertrages wieder gelten zu lassen. Der Eurozone droht dann eine neue Ära der Deflations- bzw. Austeritätspolitik.
Zu den Apologeten dieser Politik zählt auch Emmanuel Macron. Und nicht nur das, er hat Steuern, die vor allem Reiche betreffen, wie die Vermögenssteuer, abgeschafft und die Steuern für die Ärmeren und die Mittelschicht gleichzeitig erhöht. Er setzte zudem auf eine Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, was eigentlich nichts anderes als Lohnsenkungen bedeutet, und will eine Rentenreform durchführen, die dafür sorgen soll, dass die Franzosen länger arbeiten werden und weniger Rente kriegen. Es ist also kein Wunder, dass die meisten Menschen in Frankreich sich gegen Macrons katastrophale Politik ausgesprochen haben. Die nächste Präsidentin von Frankreich könnte also durchaus Marine Le Pen heißen. Doch das liegt nicht nur an der bisherigen Regierungszeit und dem Programm des aktuellen Präsidenten, sondern auch an der Uneinigkeit der französischen Linken. Mélenchon wäre fast in die Stichwahl eingezogen, wenn sich mehr Kandidaten hinter ihm versammelt hätten. Der meiner Meinung nach aber gewichtigste Grund für den Erfolg von Le Pen ist, dass sie gar keine neoliberale Wirtschaftspolitik, wie beispielsweise die deutsche AfD, befürwortet, sondern eigentlich eine Linke. Sie will zum Beispiel das Renteneintrittsalter senken und den Franzosen mehr Kaufkraft geben. Und das sind durchaus gute Forderungen, die endlich mit dieser irrsinnigen Austeritätspolitik brechen würden. Und es wundert mich angesichts dieser Forderungen wirklich, dass der Schattenmacher mit dem Front National liebäugelt, da er ja eigentlich einen Rückbau des ach so generösen französischen Rentensystems fordert. Da, wenn der Vertrag von Maastricht wieder in Kraft träte, vor allem Südeuropa eine ökonomische Katastrophe drohte, droht nun wirklich ein neuer Aufstieg der Rechten. Nicht nur in Frankreich, sondern vor allem auch in Italien. Dort waren in der Vergangenheit Fünf-Sterne-Regierung, Sozialdemokraten, Konservative und Technokraten an der Macht. Und keiner hat die Verhältnisse wesentlich zum Besseren geändert. Jetzt könnte es tatsächlich sein, dass die Italiener irgendwann den Rechten unter Führung von Salvini eine neue Chance geben. In Spanien und Deutschland sieht die politische Lage im Moment noch besser aus, aber wenn wirklich eine neue Eurokrise ausbräche, dann würde in Deutschland davon die AfD und in Spanien entweder Podemos oder die Vox-Partei profitieren. Mal gucken, was dann passiert. Aber wenn diese fünf großen Länder gleichzeitig von rechtskonservativen Parteien regiert würden, dann könnte es tatsächlich ganz schnell gehen. Vor allem, da sich Nordeuropäer wie die Niederlande in der Vergangenheit auch durch eine antieuropäische Politik hervorgetan haben. Wie dieses Europa der Vaterländer dann konkret aussähe, das lässt sich angesichts der unterschiedlichen Forderungen der verschiedenen rechten Parteien überall in Europa freilich noch nicht sagen. Wir sollten die konkrete Gefahr eines solchen Szenarios aber definitiv im Auge behalten, da die Verhältnisse im Moment eher eine Verschlechterung als eine Verbesserung anzeigen. Und das überall rechte Parteien an die Macht spülen könnte. Bevor ich jetzt noch mehr schlechte Laune verbreite, indem ich über die Schwäche der Linken, die Stärke der Rechten, die Inkompetenz des Establishments und die politische Großwetterlage in Europa resoniere, möchte ich zurück zum Video des Schattenmachers kommen. Dieses enthält gegen Ende nämlich ein paar sozialdarwinistische Einlassungen, die ich hier nicht weiter kommentieren will, da ich da weder einen Sinn drin sehe, noch Lust darauf habe. Wer sich diesen geistig im 19. Jahrhundert stehen gebliebenen widerlichen Unsinn antun will, dem sei das Originalvideo empfohlen. Jeder kann sich dazu gerne eine eigene Meinung bilden. Ökonomisch benennt der Schattenmacher, wie ich hier schon gezeigt habe, eindeutig die falschen Probleme. Er weiß nicht, was wichtig für eine Währungsunion ist, und er weiß nicht mal, wie Inflation entsteht. Er will den Keynesianismus kritisieren, gibt seine Aussagen aber völlig falsch wieder. Er will einen Plan für die Eurozone erkannt haben, obwohl er nicht mal den deutschen Merkantilismus erkannt hat. Die gleichen Narrative, die gleichen Erklärungsmuster und die gleiche ökonomische Inkompetenz, die man bei CDU, FDP, SPD und Grünen bestaunen kann, scheinen also auch in der neuen Rechten weit verbreitet zu sein. In diesem Sinne sei allen, die das Video bis hierhin durchgehalten haben, ein Vortrag von Heiner Flassbeck empfohlen, in dem er die Probleme der Eurozone analysiert. Besagter Vortrag ist sowohl in der Videobeschreibung als auch in der Endcard verlinkt. Es kommt auf die absolute Produktivität überhaupt nicht an. Es kommt auf die absolute Produktivität nicht an. Sondern immer nur das, was wir mit der Produktivität machen, das werde ich gleich erklären. Das hat übrigens Frau Merkel nicht verstanden. Sie hat es gerade jetzt wieder bewiesen. Am Interview hat sie gesagt, was wir brauchen in Europa ist Konvergenz. Stimmt, aber welche Konvergenz? Das hat sie nicht gesagt, weil sie es nicht weiß. Sie weiß es ganz sicher nicht. Was ist denn Konvergenz?
Heißt Konvergenz, dass wir alle gleich werden müssen, dass wir alle den gleichen Lebensstandard haben müssen, dass wir alle genau gleich viel Rotwein trinken, genau viel, gleich viel Freizeit haben, genau gleich hohe Rente haben, oder was ist Konvergenz? Nein, das braucht man in einer Währungsunion alles nicht. Man braucht keine reale, das ist die reale Konvergenz. Das ist, was die Ökonomen manchmal reale Konvergenz nennen, dass die Lebensstandards sich annähern. Nein, das braucht man in einer Währungsunion nicht. Da dürfen die Menschen ganz unterschiedlich leben. Die einen dürfen viel Rotwein trinken, die anderen wenig. Das ist kein Problem. Die einen dürfen hohe Produktivität haben, die anderen niedrige. Auch kein Problem. Also Deutschland mit einer niedrigen Produktivität gegenüber Frankreich ist kein Problem. Ja. Und Italien mit seiner niedrigen Produktivität gegenüber Deutschland ist auch kein Problem. Darum geht es nicht. Es geht um nominale Konvergenz. Und dann ist das was Nettes. Es geht um nominale Konvergenz. Das heißt, es geht um die Konvergenz unserer nominalen Ansprüche an das Bruttoinlandsprodukt. Das sind unsere Löhne im Verhältnis zu unserer Produktivität. Darum geht es, um sonst nichts. Darum geht es in einer Währungsunion. Aber das haben wir heute, die Währungsunion ist jetzt fast genau 20 Jahre alt, immer noch nicht verstanden, ne?